Come this way. Hierher. Come this way. 28K funktioniert nicht. Aufgeregt. Becky, was trinken wir denn? Ja, einen Tomatensaftchen. Ein Tomatensaft. Heute in L.A., morgen in Hongkong und das alles für den Job. Klingt also nach einem echten Traumjob, Alltag für jeden Flugbegleiter. Unsere Reporterin Franziska Müllers hat's ausprobiert für Tough Hautnah. Wie wird man Flugbegleiterin? Flugbegleiter gleich Saftschubse? Was ist dran an den Klischees? Ist das wirklich ein Traumjob? Erste Station für Franzi, das Flugbegleiter-Casting in Stuttgart. Hier ist ordentlich was los. Okay, 9 Uhr. Und die Schlange ist schon 3 Kilometer lang. Das letzte Casting war so überlaufen, dass schon nach einer Stunde der Einlass geschlossen werden musste. Franzi hat zum Glück vorher online einen Termin vereinbart. Vorbereitung ist alles. Immerhin wollte Franzi wirklich mal Stewardess werden. Ich reise gerne, ich fliege gerne, ich kann eigentlich auch ganz gut mit Menschen. Und ja, die Kombination aus allen drei Sachen, perfekt. Für die anderen ca. 150 hier beim Casting ist heute der Tag der Tage. So, ich liebe es halt einfach so zu reisen. Meine Schwester ist ja schon Flugbegleiterin, also habe ich da schon guten Einblick. Ein Tag, zwei Gespräche, die über die Zukunft entscheiden, dass der Druck ganz schön hoch. Schon im Vorfeld wird ausgesiebt. Wer kleiner als 1,60 ist, kein Englisch spricht, Tattoos oder Piercings an sichtbaren Stellen oder plus bzw. minus 5 Dioptrien hat, schafft es nicht bis hierhin. Bankkauffrau Miriam aus Regensburg erfüllt die Kriterien und setzt heute alles auf eine Karte. Hast du schon gekündigt, deinen alten Job? Ja. Okay. Ja. Aber nur, weil ich so eine lange Kündigungsfrist habe. Okay. Aber könntest du theoretisch noch rückgängig machen oder hast du einen Plan B? Nein. Meine volles Risiko und ich hoffe, dass es heute klappt. Gut, manche Leute funktionieren ja unter Druck besser. Für Franzi geht's zum ersten Gespräch, bei dem sich zeigen wird, was noch so da ist vom Schulenglisch. Hast du mal im Ausland gewohnt? Ich habe nie für lange Zeit im Ausland gewohnt, aber zum Beispiel 2 Monate in Singapur ein Praktikum gemacht. In Singapur für ein Internship. Danach gleich Runde 2, das psychologische Gespräch. Denn wer Notsituationen für das Leben der Menschen an Bord mitverantwortlich ist, sollte nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen sein. Leider durften wir nicht detailliert filmen. Wie war's? Das psychologische Gespräch, da habe ich schon gedacht, wow, das ist echt tricky, weil die bohren sehr, sehr tief. Also das ist wirklich so, dass die da genau raushören, wie du drauf bist. Dennoch geht es für Franzi weiter. Sie bekommt den heiß ersehnten Boarding Pass wie rund ein Drittel aller Bewerber heute. Die Eintrittskarte zur Ausbildung. Der Rest muss leider nach Hause gehen, aber auch Miriam kann aufatmen. Die Kündigung war nicht umsonst. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Es ist so aufregend. Es ist erleichtert? Eigentlich folgt jetzt eine 3-monatige Ausbildung. Extra für das Tough Hautnah-Projekt bekommt Franzi einen eintägigen Crashkurs im Trainingscenter in München. Und da wird gleich klar, nix mit Saftschubsen. Als erstes steht die Evakuierung des Fliegers auf dem Stundenplan. Hierher, come this way. Hierher, come this way. Hierher, come this way. Danach ist Löschen angesagt. Im Fall eines Brandes an Bord müssen die Flugbegleiter schnell reagieren. Und einen kurzen Sprühstoß rein. Jawohl, und die Tür gleich wieder zu. Mit echtem Feuer wird dann auch noch geübt. Gute Luft, alles liegen lassen, raus. Sieht das ab. Mir ist auf jeden Fall bei der Schulung direkt bewusst geworden, okay, hier geht es vor allen Dingen um die Sicherheit. Das ist der absolute Hauptpunkt. Löschen, evakuieren können. Also man muss auch wirklich körperlich fit sein. Aber dann kommt sie natürlich doch noch, die Sache mit dem Saft. Hier wird schnell klar, dass Franzi, sagen wir mal, nicht gerade ein Naturtalent in Sachen Service ist. Ach, oh. Bremse. Das heißt, davon nehme ich einfach... Einfach den ganzen Einschub am besten. Einschub. Denken Sie an Ihre 250 Gäste. Oh ja, stimmt. Ups, vergessen. Ja. Gebratene Hähnchenbrust auf Senfsoße, dazu Mischgemüse und Brokkolipüree.
Okay, zum Glück war das nur ein Testflieger mit Testgästen. Bei Franzis erstem Flug als Stewardessen-Praktikantin muss das besser laufen. Und dieser Flug geht ausgerechnet in eine absolute Traummetropole. Tokio! Tokio ist definitiv ein Traumziel für mich. Kein Ort, wo ich jetzt hinfliegen würde, um Urlaub zu machen, aber total weit weg, schrill, verrückt, bunt. Eine Uniform bekommt Franzi als Praktikantin noch nicht, aber ansonsten muss das Aussehen passen. Die Haare muss Franzi aus hygienischen Gründen zusammenbinden, es herrscht Lippenstiftpflicht und neben einer Strumpfhose sind auch Schuhe mit Absatz ein Muss. 13 Uhr am nächsten Tag, Ankunft am Münchner Flughafen. Noch 3 Stunden, bis der Flieger Richtung Tokio abhebt. Keine Ahnung, was mich gleich erwartet. Und ob ein Tag Ausbildung reicht, weiß ich auch nicht, aber ich bin schon ein bisschen aufgeregt. 11 Stunden Flug nach Tokio, 11 Stunden Zeit für Franzi, nach nur einem Ausbildungstag in das ein oder andere Fettnäpfchen zu treten. Der Rest der Crew wirkt zum Glück sehr nett. Die meisten hier kennen sich nicht, denn die Crews werden jedes Mal neu zusammengewürfelt. Aus Sicherheitsgründen, damit sich keine Routine einschleicht. Wir haben heute einen Gast, eine Hospitantin, Franziska. Sie wird uns heute in der Business Class unterstützen. Von Routine natürlich keine Spur, bei einer immer aufgeregteren Franzi. Purserin Tanja nimmt sich ihrer zum Glück an. Wenn irgendein Bildschirm nicht funktioniert, schreib bitte auf einen kleinen Zettel. Franziska, jetzt habe ich in der Kabine diesen Kopfhörer gefunden, ohne Kabel, wie du siehst. Ja. Das heißt, der ist irgendwo abgefallen. Und der fehlt dann natürlich und den können wir jetzt gleich austauschen. Plastiktüten alle unbedingt in den Abfalleimer. Mhm. Stolperfalle für später. Dann geht's los, die Passagiere steigen ein. Franzi arbeitet gemeinsam mit 5 weiteren Flugbegleitern in der Business Class. Jeder Passagier wird mit einem Welcome Drink persönlich begrüßt. Meine größte Befürchtung war tatsächlich, dass ich irgendjemanden im schlimmsten Fall das Rotweinglas schön übers Hemd kippe. Schlaflos über den Wolken, wie Franzis Flug nach Tokio wirklich läuft, morgen bei TAF.